Zärtlichkeit steigt auf beim Betrachten eines handkolorierten Fotos und es gibt keine Hähne mehr, aber sie krähen noch. Wenn ich dies Bild betrachte, fühle ich mich einsam. Ich wette, meine Freunde würden sich ausschütten vor Lachen, wenn ich ihnen das sagte. Und der, der wie der Chef aussieht, würde Argumente finden, um mir zu beweisen, dass Einsamkeit unangebracht ist. Es ist jetzt nicht die Zeit dafür. Er würde sagen, wir sind alle allein, niemand beklagt sich, nur du. Schon möglich, aber ich habe nichts mit den anderen zu tun. Meine Einsamkeit wiegt schwer. Denk an etwas anderes. Sieh die Situation ringsum. Es ist nicht mehr möglich, subjektive Gefühle zu haben. Ich glaube, das würde er mir sagen. Er scheint ein praktischer Mensch zu sein, der konkrete Vorschläge macht. Gut, reine Überlegung. Ich verstehe, warum er die Erinnerungen tilgen will. Etwas ist verloren gegangen, unwiederbringlich. Und dieser Verlust schmerzt im Innern. Um den Schmerz zu vernichten, löscht man das Gedächtnis aus. Eine offenbar simple Operation, die einzige Lösung. Nur kann ich das nicht. In mir ist alles lebendig, in Aufruhr. Adelaide ist irgendwo in ihre eigene Angst verkrochen. Mit jedem Tag fürchtete sie sich mehr. Einmal kam sie und bat mich, nicht arbeiten zu gehen, sie nicht allein zu lassen. Sie konnte nicht erklären, warum, aber sobald ich morgens die Tür hinter mir schloss, geriet sie in Panik. Sie brauchte lange, bis sie sich wieder gefangen hatte, schloss Türen und Fenster und verriegelte alles, nicht nur wegen der Hitze. Die Menschen um sie herum waren ihr vollkommen fremd. Ich gehe zum Supermarkt und sehe nicht ein einziges vertrautes Gesicht. Wo sind unsere Nachbarn, Freunde und Verwandten? Während einer bestimmten Zeit sprachen wir über die Menschenmenge in der Stadt, die mit jedem Tag wuchs. Wir redeten ruhig und ohne Angst darüber, ohne zu merken, was vor sich ging. Es war ein Registrieren der verstreichenden Tage. Ich machte mir keine Gedanken darüber, woher diese Menschen kamen oder warum sie kamen oder wer sie waren. Die Straßen füllten sich. Man konnte sie immer schlechter passieren. Die ersten nachhaltigen Verkehrsstockungen traten auf. Und plötzlich verschwanden meine Gesichter. Jene, die ich tagtäglich, fast immer zur gleichen Zeit und in identischen Situationen gesehen hatte. Als hätten sie sich in Nebel aufgelöst. Nebel, halbdunkel, Zwielicht. Das waren Eindrücke, die mich überkamen, wenn ich die dichte, immer fester geschlossene Menge betrachtete. Wir gingen Schulter an Schulter, Gesicht an Gesicht, und niemand blickte sich an. Man sah zur Seite oder auf den Boden. Und dann tauchten die Verstümmelten und die Kahlköpfigen auf und die Schwachsinnigen mit den hängenden Augen. Zuerst wenige, dann wurden die Schlangen länger. Die Polizei griff einige heraus, führten sie ab. Sie schienen sich zu multiplizieren. Als Kind hatte ich eine Geschichte gelesen, in der es Tiere gab, die Schmus, die Menschen sehr mochten. Sie vermehrten sich Sekunde um Sekunde, aber starben, wenn sie gestreichelt wurden. Jetzt weiß ich es. Die langen, schweigsamen Nächte bedrückten uns. Wir lagen im Bett, hielten uns an den Händen, betrachteten die Decke, hörten die Geräusche von der Straße. Es gab Zeiten, da schleppten die Menschen sich stöhnend, schreiend, fluchend oder bittend voran. Dann kamen die Zivitäre und schlugen, verhafteten, fesselten sie. Wir wagten nicht einmal aus dem Fenster zu sehen. Wir hatten kein Mitleid, einfach Furcht. Genau wie die Nachbarn aus dem Haus von unserem Straßenblock.
Am nächsten Tag fanden wir Blut- und Eiterflecken auf der Erde. Oder diese hellen Krümel, die wie trockenes Mehl aussahen. Und das wussten wir, von der ausgedörrten Haut der Kranken herrührten. Wir waren angeekelt. Viele übergaben sich auf offener Straße. Adelaide gestand, dass sie nicht hinsehen konnte. Niemand sagte etwas. Kein Getratsche oder Kommentar dazu. Nur das komplizenhafte Schweigen, das uns mit Schuld belud. Denn wir waren hinter unseren Türen und Fenstern verschanzt, kamen uns sicher vor. Diese Angst, nicht mit jemandem teilen zu können, macht mich noch einsamer. Das ist egoistisch, ich weiß. Ich kann nicht anders, mir ist eben so. Früher. Und ich weiß nicht einmal mehr, welche Zeit dieses Früher umfasst. Da konnte man Schmerz und Freude teilen, weil wir uns in einer Gemeinschaft befanden. Wir lebten zusammen, konnten einer auf den anderen zählen und das machte alles viel leichter, erträglicher. Man brauchte nur die Tür zu öffnen, zu klingeln, anzurufen und die Menschen kamen zusammen und sprachen miteinander. Adelaide nahm den Verlust dieser Gemeinsamkeit viel früher wahr als ich. Das Gefühl der Einsamkeit war geringer, wir waren nicht hinter vier Wänden, verschlossenen Türen und leeren Korridoren verschanzt. Die Geräusche draußen waren normal, verursachten keine Furcht. Die Menschen konnten sich in die Augen sehen, sich ohne Hemmungen gegenübertreten, voller Aufregung und mit klopfendem Herzen. Durch meine Hände gehen die Statistiken über die Toten. Jeden Tag sehe ich mit nekrophilem Vergnügen die Todesursachen an. Die Statistiken erfassen natürlich nur die Personen, die innerhalb der erlaubten offiziellen Kreise wohnen. Jenseits der Barrieren liegt das Unbekannte, das bewusst Ignorierte. Man stirbt am Herzen. Infarkte, Gehirnschlag, jede Art von kardiologischen Problemen taucht als Todesursache auf. Oder war das gelogen? Wurde etwas vertuscht? Und warum haben Leute unter 20 oder noch jüngere ein kaputtes Herz? Man kann das gar nicht glauben. Was hilft es, nicht zu glauben? Eines schönen Nachmittags, wir waren noch nicht verheiratet, hatten aber das Haus schon gekauft, gingen Adelaide und ich aus. Ein Schaufensterbummel am Samstag. Die Läden waren geschlossen, niemand auf der Straße. Wir trafen auf einen Standfotografen. Er machte ein so trauriges Gesicht, dass wir uns entschlossen, ihn um ein Foto zu bitten. Wenn wir uns umarmten, uns küssten und noch eine Großaufnahme von Adelaide. Der Mann war begeistert, rückte mehrmals ihr Gesicht zurecht und bog ihr Kinn nach oben zu einer dieser Posen, wie man sie an Zirkuseingängen oder im Schaufenster eines Fotostudios sehen konnte. Das Bild war sofort fertig. Der Fotograf bat noch um 20 Minuten für das Kolorieren. Er traf den kastanienbraunen Ton der Haare und der Augen. Aber den Mund malte er zu rot. Es wurde unser Lieblingsfoto, vielleicht weil wir an jenem Nachmittag besonders glücklich miteinander waren, unter einem günstigen Stern. Viele Jahre gingen wir an jenem Platz vorbei und trafen den Fotografen dort. Er wirkte immer traurig. Das war seine Art. Vielleicht wollte er damit seine Kunden rühren. Oder es war seine Haltung dem Leben gegenüber. Wir ließen nie wieder ein Foto machen. Mit dem ersten gaben wir uns zufrieden. Es war gut getroffen. Wie wir immer sein wollten. Ich sehe dieses Foto jetzt und mir wird klar, wie sicher die Hand des Fotografen und wie scharf seine Beobachtungsgabe war. Adelaides sanfter, heiterer Blick ist nie wieder so festgehalten worden. Das war sie. Zart und freundlich, aber nicht passiv.
Jedenfalls nicht in den ersten Jahren. Habe ich sie denn dermaßen verändert? Oder waren es die Geschehnisse um uns herum? Adelaide sah die Welt anders als ich. Sie mochte Ruhe und Stabilität und war um ihre Sicherheit besorgt. Die Welt besaß noch feste, unverrückbare Werte. Man konnte sie in der Gewissheit akzeptieren, dass sie mindestens ein Leben lang halten würden. Und wenn sie sich denn änderten, geschah das von langer Hand. Die Menschen stellten sich darauf ein. Nichts explodierte plötzlich und erschreckte einen. Manchmal waren es einfache Dinge, wie etwa die Volksfeste, zu denen die Männer und Frauen etwas Neues aus Leder oder blauem Tuch zu tragen pflegten. Oder der Brauch, geweihtes Stroh zu verbrennen, damit der Regen aufhörte. Einfache Kostüme, Zeremonien, Rituale, Gewohnheiten. Dinge, die Jahrhunderte überdauert hatten, von Großvater zu Vater zu Sohn, Enkel und Urenkel weitergegeben worden waren. Vertraute, spontane Gesten, Sprechweisen, die Mahlzeiten. Sie blieben. Sie vermittelten Festigkeit, ließen Heiterkeit aufkommen und bedeuteten Gewissheit und Fortdauer. An eben jenem Nachmittag kauften wir einen ganz einfachen Bilderrahmen aus hellem, unbearbeitetem Holz, der Platz für ein größeres Foto bot, aber Adelaide legte ein weißes, jetzt vergilbtes Passepartout unter. Die Farben der Fotografie hingegen wirken immer noch gut in ihrem ruhigen Pastellton. Es fehlt die Hand auf meiner Schulter. Es fehlt der leichte Vorwurf beim Abendessen, denn ich schlürfe meine Suppe immer etwas. Statt der Pathetik und der Platten mit klassischer Musik jetzt das Transistorradio mit Musik aus dem Sertar von diesem Mann, der in die Wohnung eingedrungen ist. Sie wollen mir alles wegnehmen. Ich muss das Foto von Adelaide retten. Ich bin über mich selbst erstaunt. Ich will das Foto behalten. Die Vorstellung, sie könnten es wegnehmen, empört mich. Adelaide ist noch immer verschwunden. Und ich sitze und wälze philosophische Gedanken. Die Aussicht, meine Wohnung und die Möbel zu verlieren, irritiert mich. Während der größere Verlust, nämlich sie, mich lange Zeit ungerührt gelassen hat. Oder war es nur kurze Zeit? Ich habe keinen Begriff von Stunden, Tagen, Wochen. Tadeo Pereira hat recht. Ich muss ihn suchen. Was jetzt zählt, sind nicht Tage und Monate, sondern Situationen und Ereignisse. Die Sonne geht auf. Ich habe die Nacht auf diesem Sofa verbracht. Ich weiß nicht, ob ich eingenickt bin, ob ich geschnarcht habe. Ich nehme das Bild von Adelaide und stecke es in die Schublade der Kommode zwischen gebügelte Hemden, Unterhosen und Socken. Die Stadt liegt noch schweigsam. Man hört nichts aus dem Korridor. Ob sie aufgegeben haben? Heute Abend kommt ein kleiner Lastwagen. Du hast den ganzen Nachmittag Zeit, die Sachen zusammenzuräumen, sagte der Mann, der mir der Chef zu sein scheint. Einfach so? So plötzlich? Ich dachte, ich hätte noch ein paar Tage. Eine Kriegsoperation, mein Freund. Wir müssen Zeit gewinnen. In der Küche herrscht ein heilloses Durcheinander. Adelaide würde sterben, wenn sie hier wäre. Ich mache mir Sorgen, wenn ich an diesen Umzug denke, welche Möbel ich aussuchen soll. Ich mag alles in dieser Wohnung. Ich fühle mich an die Tische, Stühle, das Klavier, den Schnickschnack, die Bilder, Kommoden, Schränke, Ständer, Couchtische, Regale oder Blumensockel gebunden. Nun, an all diesen Kram, mit dem jedes Zimmer vollgestopft ist. Die leeren Vasen auf den Sockeln. Adelaide mochte keine Plastikpflanzen, sie fand sie scheußlich, auch wenn sie noch so perfekt waren. Man stellte sie zuletzt mit Naturduft her, was sie schaurig schön machte.
Ja, die ganz Reichen bekommen Naturpflanzen. Sie werden zu unerschwinglichen Preisen in Kunstgalerien verkauft. Eine Pflanze kostet mehr als vor Jahren Bilder. Auf den Versteigerungen werden Picassos gegen Farne eingetauscht, Portinaris gegen Steinraute, Duke Lee gegen Geranien. Es gibt Sammler und Marchands und Treibhäuser. Die Besitzer verfügen über extra Mengen Wasser. Sie sind privilegiert. Denn wenn man herausfindet, dass jemand Wasser vergeudet, ade, er kann sich auf die Isolation gefasst machen. Und die ist tödlich. Es ist klar, dass das Gesetz auf einige wenige nicht angewendet wird. Obwohl er künstlich ist, riecht der Kaffee gut. Es gibt auf dieser Welt nichts höher Entwickeltes als die Industrie künstlicher Aromen. Schade, dass sie den Gestank in der Stadt nicht beseitigen können. Na, dennoch schmeckt der Kaffee nach nichts, es ist nur der Duft. Es klingelt. Der Mann, der sich immer an die Stirnseite des Tisches setzt, geht an die Tür. Er bleibt einen Augenblick dort. Stimmengemurmel. Er kehrt mit einem Papier in der Hand zurück und lächelt ironisch. Ohne dass er etwas sagt, weiß ich, dass es wieder die Nachbarn waren. Was haben Sie jetzt vor? Der Mann steckt mir das Papier entgegen. Eine Vorladung. Wohin? Wir sollen uns beim Distrikt melden. Wozu? Wir sollen aussagen. Da steht, wir sollen unsere Arbeitsbücher mitnehmen und beweisen, dass wir angestellt sind. Und wenn wir das nicht beweisen? Was weiß ich, wir gehen nicht hin. Wir brauchen bloß wegzugehen, dann schlagen die Nachbarn die Tür ein und lassen sich hier nieder. Und die Vorladung? Davon gibt es sicher Tausende. Jeder denunziert jeden. Sie verschicken sie zwar, aber sie dürften kaum Zeit haben, allem nachzugehen. Wir müssen es darauf ankommen lassen. Das Gute am Chaos ist eben die fehlende Kontrolle. Der Mann, der die Vorladungen ausfertigt, wird für das Tippen und Abschicken bezahlt. Ja gut, aber du vergisst, dass die Denunzianten hinter ihm stehen und kontrollieren. Das tun sie umsonst, also braucht die Regierung keine Inspekteure zu unterhalten. Das nützt nichts. Wenn du kein Inspekteur bist, hast du auch keine Erlaubnis zu kontrollieren. Jedes Departement handelt innerhalb seiner Zuständigkeit. Aber man kann die Inspekteure kaufen. Das ja. Nur so geht es übrigens. Sie kaufen und wir kaufen wieder. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Ich habe Angst. Wenn es etwas Offizielles ist, kann man nie wissen. Du hast immer Angst. Entspann dich, Alter. Immer mit der Ruhe. Ich weiß nicht. Alles lief gut und normal. Plötzlich habe ich nichts mehr, woran ich mich festhalten kann. Ich bin nervös und verschreckt. Naja, das verstehe ich gut. Allen in deiner Schicht geht es so. Als die großen Kalamitäten passierten, ist niemand unruhig geworden. Niemand hat auch nur den kleinen Finger gerührt. Jetzt seid ihr alle aufgescheucht. Du predigst immer nur, als stelltest du das Gute dar. Geh mir nicht auf die Nerven, verstanden? Wenn er sich ärgert, dieser Besserwisser, spuckt er Regeln aus. Deshalb kann ich diesen Kerl nicht leiden. Und nicht, weil er sich meiner Wohnung bemächtigt hat. Für jede Situation hat er einen Kommentar, formuliert er eine Hypothese. Weiß er die Antwort? Gibt er einen Spruch von sich? Und der Dumme bin ich, der ich zweifle und akzeptiere, was er mir sagt. Wo soll ich nur anfangen? Ich gehe durch die Wohnung, alles durcheinander, die Möbel an die Seite gerückt, die Dosen aufgestapelt, Plastetüten, Kartons, Kisten. Die Truhe, ich hatte sie völlig vergessen. Wie viele Jahre unseres Lebens liegen in dieser Truhe aufbewahrt? Ich horte leidenschaftlich gern. Das brachte mich Adelaide näher. Wir vertrugen uns gut. Die Truhe muss im kleinen Zimmer stehen, vergraben unter den Stapeln von Kalendern. Und die Männer, die dort eingesperrt sind? Ich gehe zum Zimmer und versuche, durch den Türschlitz zu horchen. Kein Ton. Tot? Einer war ziemlich verwundet, als sie ihn hineinstießen. Diese Dienstmädchenzimmer sind winzig, wie eine Einzelzelle im Gefängnis. Stickig und dunkel. Und niemand hat ihnen Essen gebracht.
Der Schlüssel hängt halb aus dem Schloss heraus. Sie müssen versucht haben zu fliehen. Ich warte einen Augenblick, will die Tür nicht öffnen. Ich habe Angst, dass sie nur darauf warten. Wenn ich öffne, werden sie mich überrollen wie eine Dampfwalze. Ach was. Arme, zerlumpte Teufel sind sie. Konnten sich ja kaum auf den Beinen halten. Sicher schlafen sie. Noch ist es früh. Oder sie sind bewusstlos. Leise und vorsichtig stecke ich den Schlüssel wieder zurück. Ich drehe ihn behutsam um und hoffe, dass das Schloss kein Geräusch von sich gibt. Nur ein trockenes Klick, das die Wirbelsäule erstarren lässt. Ich warte ein wenig. Die Hand auf der Klinke. Reglos. Eine Weile, die sich mir lang genug hinzuschleppen scheint. Ein Hahn kräht. Einen Augenblick lenkt mich das Krähen ab. Ich sinke in mir zusammen. Das kann nicht sein, hier gibt es keine Gärten. Wie viele Jahre schon habe ich keinen Hahn mehr gehört. Vielleicht eine Schallplatte, es werden so viele mit Tönen, Stimmen oder Gesang verkauft. Ein Nostalgiker, der in der Morgenfrühe seine Stereoanlage eingeschaltet hat. Ob echt oder nicht, ich wiege mich im Rhythmus dieses wohlklingenden Hahnenschreis. Wenn ich meinen gedankenfreien Lauf lasse, überschlagen sich die Erinnerungen und das affektive Gedächtnis gerät außer Kontrolle. Zusammenhanglose Bilder tauchen auf und zerfallen. Ich öffne die Tür, als sei dies das Entscheidendste in meinem Leben. Wichtiger als die Prüfer während der Verteidigung meiner Dissertation. Oder der Tag, an dem ich zur Direktion gerufen wurde und man mir mitteilte, ich sei vorzeitig pensioniert worden. Oder damals, als ich zur politischen Polizei ging, um eine Karteikarte als Rebell zu unterschreiben. Oder der Augenblick, als das Schiff auslief. Nicht einmal, als ich entdeckte, dass Adelaide fortgegangen war. In keiner dieser Situationen habe ich die Angst gefühlt, die ich in diesem Augenblick empfinge. Als hinge mein Leben von dieser Geste ab. Leben im physischen Sinn. Die Tür zu öffnen kann den Tod bedeuten. Na, das kann auch nur ich mit meiner blühenden Fantasie denken. So, jetzt ist sie offen. Nichts passiert. Die Männer liegen übereinander auf dem Boden. Die Wände voller Blut. Ach, da ist ja noch einer. Ein Alter mit weißem Haar, mit dem Gesicht auf dem Boden. Der war nicht unter denen, die versucht haben, hier einzudringen. Ich drehe die Leiche mit einem gewissen Ekel um. Der Barbier ist tot. Erstochen.